Startbereit! Wow, die fliegen! Wow, wow! Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön! Du hast mich gefunden! Du bist hier raufgekraxelt. Das ist ein Selfie wert. Wuhu! Cool! Wir sind echt weit oben! Ich sehe unser Haus von hier! Bereit? Oh Gott, wie machen die das? Ja! Ciao, bis dann! Vielen Dank für deinen Einsatz. Du lässt dich nicht schikanieren, kleiner Superheld, oder? Zumindest nicht allzu viel. Ich mag Leute nicht, die Selfies machen. Aber machen wir trotzdem eins zusammen, Pupsi. Wuhu! Super, bis dann, Pupsi. Hau auf die Kacke, Wunderarsch. Okay. Wuhu! Ich war gestern Abend im Hippo und hab meinen Geldbeutel verloren. Wenn du ihn findest, kriegst du eine Belohnung. Ich brauche meine komplette Konzentration, um nicht zu kotzen. Ist dir das... Heißer Tipp, nimm das City-Tofu mit Extra City. Neue Gegenstände auf Karte, sehr besonders. Bitte genieße, bitte. Mach's genau so, wie ich's dir gezeigt habe. Zu viel zu tun machen, Shitty Chicken. Andermal wiederkommen. Neue Ware, direkt aus Orient. Da, Shitty Wok Spezialität. Okay, jetzt raus aus dem Restaurant. Bist du auf Streife, kleiner Superheld? Dann kann mir ja nichts passieren. Immer gern für einen Polizeianwärter. Wuhu! Für einen Erwachsenen bin ich doch ziemlich hip, oder? Ich mag die Shitty Shrimps, aber Animal Style.
Ich hab grad ein Viertelständer. Vergiss es, außer ich krieg ein ungepanschtes Getränk für Erwachsene. Du hast gestern im VIP-Raum den Crossbone-Grind hingelegt. So ein Move hat nicht jeder drauf. Du erinnerst mich an mein Enkelkind. Na dann los. Wuhu! Oh, echt hübsch. Hast du dir die CD schon angehört? Sind ein paar geile Sachen drauf. Na dann los. Wuhu! Klasse! Soll das etwa dein Stripclub-Outfit sein? Willst du wieder Dampf ablassen? Aber nicht auf mich, ja? Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Schnellste in der Stadt. Bau keine Bruchlandung. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen. Oh.
Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Startbereit! Hab heute neues Zeug. Kauf es, solange es heiß ist, dann kannst du es später kalt essen. Willkommen bei Friede sehr. Danke sehr. Bis dann. Sorry, Superheld. Die Bank ist wegen Vulkanausbruch geschlossen. Wohin des Wegs? Bitte schön. Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Ist jemand an der Tageskarte interessiert? Nein? Okay.
Ding auf die Fresse! Kann ich von Nutzen sein? Bau keine Bruchlandung. Fantastisch! Bitteschön. Nur keine Hemmungen. Was hat er denn für ein Problem? Ah, Neuer. Wie ich sehe, willst du helfen, Classys Mitarbeit sicherzustellen. Bitte, nach dir. Hallo, wir brauchen Medizin für eine Freundin. Oh, will eure Freundin ein energetisierendes mentales Gefühl oder ein Ganzkörper-Hai? Keine Ahnung. Ich schicke euch unseren Grasexperten, der kann euch helfen. Hey, wollt ihr Hai werden? Oh, hi Eric. Oh, Tauli, dachte du wärst auf Entziehungskur. War ich und jetzt bin ich wieder in South Park. Clean und nüchtern seit einem Jahr. Clean und nüchtern, ganz ohne Drogen. Und weißt du, ich vermisse nichts. Und du arbeitest in einem Grasladen? Cannabis, Eric, und ja, das ist super. Ich werde jetzt high davon, dass ich Leute von ihren Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Migräne und Stress heile, ganz natürlich. Wusstest du, dass schon die alten Chinesen ihren Kindern zum Zahnen Cannabis gaben? Ich habe eine süchtig machende Persönlichkeit, also geht's mir auch ohne gut. Und ich habe jetzt ein Kind zusammen mit der Lady. Da bleibe ich lieber auf dem rechten Weg, verstehst du? Du hast ein Kind, so. Stellt sich heraus, dass ich die ganze Zeit eins hatte, aber zu high war, um es zu merken. Aber jetzt habe ich einen Job und bezahle meine Miete. Und tue Gutes, indem ich den Leuten helfe. Die brauchen pflanzliche Heilmittel. Für den ganzen modernen Stress mit Job, Steuern und Verkehr und mit der Alten, die mir wegen der Scheißwohnung im Nacken sitzt und meckert, Tauli, das Klo ist kaputt und warum kannst du das nicht reparieren? Bin ich vielleicht Klempner? Bitch, ich bin ein Handtuch und kein verdammter Klempner! Okay, wir wollen für eine Freundin Medizin abholen. Sie heißt Classy. Oh, Classy, Classy mit einem Y, aus dem eine Klitoris hängt, die sich umdreht und wie wird das C leckt? Nein, Classy mit einem Schwanz, der am C hängt und das L aus dem ASS fickt. Oh, die Classy, klar, ich habe ihre Bestellung. Nehmen Sie, sie mag Bananakusch für ihre Rückenschmerzen und Platinum-Oji für... Warte, was zur... Wer hat hier Chillax-Kusch zum Oji Mellow Bliss getan? Was zur Hölle, ihr Spasten? Die Leute wollen doch nicht Mellow mit Chill mischen, das fuckt sie voll ab. Gott, fuck. Hey, Tauli, alles cool, reg dich ab. Nein, das ist nicht cool, verdammt, ich versuche hier ein ordentliches Geschäft zu führen und mein Rücken bringt mich um, ich kann nicht schlafen und hab keinen Appetit. Diese Scheißstadt ist so abgefuckt, dass wir unsere Ware von Scheiß-Sechsklässlern kaufen müssen. Die keine Ahnung haben, welchen Scheiß sie da reintun. Und dann kommen auch noch ein paar kleine Schwanzlutscher in meinen Laden und sagen mir, dass ich mich abregen soll. Fickt euch! Reg du dich ab! Du bist ein Handtuch!
Rasenpfleger, rein hier! Verpasst diesen Kids mal eine Beratung! Bleib bloß! Vorsicht! Hier ist überall Ware! Ja! Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt! Ich mag den Job, weil ich immer wieder was lerne. Allerfeinster Handtuchspaß! Der gehört mir! Ja! Autsch! Ich will doch nur den Leuten mit ihren Ängsten helfen! Auf sie, Wunderarsch! Ich könnte ewig weitermachen, weil ich ein super flauschig weiches Handtuch bin. Unsere Kräfte sind machtlos gegen das Handtuch. Verbreitet eure schlechten Vibes woanders. Streng dich mal an, Alter. Ziehen wir's durch, verdammt nochmal. Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Der Verkäufer ist König. Komm mal wieder runter. Mir reicht's bald. Du bist das Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Ja. Ah, Belästigung am Arbeitsplatz. Jetzt, ich stehe in Flammen. Von sowas war bei der Mitarbeiterschulung nicht die Rede. Ha, jetzt kochst du. Alter, da treten ja Pussys härter Zutat. Alter, ich mach nicht viel Sport. Bin ich jetzt endlich dran? Cool, cool. Das hast du verdient, Tod, du Stück Scheiße. Zündest du meinen Vorrat an? Riecht aber gut. Gottes Lufterfrischer. Häng noch einen an! Los geht's, Furzlord! Hey, lass es am Handtuch aus! Ist gar nicht böse gemeint, aber wenn du das schlägst... Reiß dich zusammen! So sieht ein angepisstes Handtuch aus! Gefällt euch das, ihr bescheuerten Handtücher? Steckt noch einen an. Halt, ich hab nur 5 Minuten Pause, aber du darfst... Hör auf, die Ware abzufackeln. Aber das ist echt gutes Zeug. Wir brauchen noch mehr Rauch. Versau das nicht, Blödsack. Willst du was Cooles sehen? Dann besorg mir Haarspray und ein Feuerzeug. Zünd es an, Wunderarsch. Das sind meine Lebensersparnisse an Gras. Oh Gott, Arschlord hat sich gefickt. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Ich hatte gehofft, dass du das Ding auch noch anzündest. Für eine gute Partystimmung. Und jetzt mein bester Angriff! Mein bester Angriff! Mein. Hey Leute, wie geht's, Eric? Du bist cool, Mann. Schön, dich zu sehen. Hi, das ist für Classy. Es gibt noch ein paar Hashnuggets und Granddaddy Purple Shatter aufs Haus. Komm jederzeit wieder vorbei. Sehr gut, Neuer. Bring das zu Classy.
Muss ich dir ein paar Manieren beibringen? Kann ich von Nutzen sein? Läuft gut, Wunderarsch! Bitteschön! Wir können alles machen, was wir wollen. Und im Moment wollen wir eine schicke Schneebitch. Siehst du, da ist Wunderarsch. Hast du Classys Medizin? Ich hoffe mal für dich, dass du sie hast. Es wurde auch echt langsam Zeit. Halleluja, genau das brauche ich jetzt. Wenn ich meine Medizin nicht kriege, drehe ich einfach voll am Rad. Ihr kennt das sicher. Okay. Ist gleich viel besser. Okay, also, ihr müsst zum U-Storage gehen. Habt ihr verstanden? Da sind die ganzen Katzen eingesperrt. Na also, Kuhn hier ist Blitzkrieg. Wunderarsch hat die Info von Clathy. Nicht schlecht, Neuer. Was habt ihr erfahren? Das U-Storage im Nordosten der Stadt. Da werden die Katzen hingebracht. Im U-Storage war ja klar. Okay, passt auf Clathy auf. Ich melde mich bei euch. Verstanden. Blitzkrieg Ende. Sieh mal an, mein kleiner Held. Ein Selfie mit meinem kleinen Homie. Wuhu! Danke, Player. Wir sehen uns auf Gram. Oh, du hast Classys Respekt, Homie. Nur mal so unter uns. Kuhn ist schon irgendwie ein Arsch. Kein Ding, Kumpel. Wuhu! Geht viral in den sozialen Medien. Du hast uns gestern echt geholfen. Ich soll fragen, ob du bei noch einem Fall helfen kannst. Ich glaube, du kannst in dieser Stadt echt viel Gutes tun, aber halte dich an die Regeln.